Hey, hallo! Du fragst dich, was ein Modalverb ist? In diesem Video erkläre ich dir auf einfache Art und Weise, wie du Modalverben erkennst und wozu du sie überhaupt in einem Satz benötigst. Bleib dran, jetzt geht's los. Schauen wir uns folgenden kleinen Satz an. Ich male. Das Verb in diesem Satz ist male. Und dieses Verb bezeichnet man in der deutschen Grammatik als sogenanntes Vollverb. Also als ein Verb, das sinnvoll alleine stehen kann und kein anderes Verb benötigt. Also ein absolut vollwertiges Verb. Setzen wir den Satz in die Zukunft. Wir erhalten: Ich werde malen. Das Vollverb bleibt natürlich als Vollverb bestehen. Hinzu kommt ein weiteres Verb, mit welchem man in diesem Fall die Zeitform Zukunft 1 bildet, nämlich werden. Werden gehört zur Gruppe der Hilfsverben, wie auch sein und haben. Man braucht diese Verben, um zum Beispiel andere Zeiten zu bilden. Wenn das Hilfsverb alleine in einem Satz steht, kann man es auch als Vollverb benutzen. Wie zum Beispiel in dem Satz: Ich werde Maler. Tauschen wir werden durch ein anderes Verb aus. Ich will malen. Zunächst bleibt unser Vollverb wieder malen. Das Verb will von wollen bleibt übrig. Ein Hilfsverb ist es nicht, denn es ist nicht sein, haben oder werden. Außerdem wird hier auch keine andere Zeit gebildet. Das, was wir hier haben, ist ein sogenanntes Modalverb. Modalverben sind zum Beispiel wollen, sollen, müssen, dürfen, können oder mögen. Nach dem Modalverb folgt im gleichen Satz ein entsprechendes Vollverb in seiner Grundform, also so, wie das Wort im Wörterbuch steht, also im sogenannten Infinitiv. Mit einem Modalverb drückt man eine gewisse Sprechabsicht aus. Ich male bedeutet etwas anderes als ich will malen, denn bei ich male, male ich wahrscheinlich gerade. Bei ich will malen habe ich die Absicht, dies zu tun und male in diesem Moment noch nicht. Modalverben können in einem Satz auch alleine stehen. Allerdings muss man sich das Vollverb dann immer mit dazu denken, denn alleine können sie prinzipiell nicht viel aussagen. Bei ich kann das weiß man nur aus dem Zusammenhang heraus, dass es beispielsweise wohl darum geht, dass jemand etwas lesen kann. Schauen wir uns diese Sprechabsichten von Modalverben noch kurz an. Modalverben können einen Befehl oder Auftrag ausdrücken. Zum Beispiel: Du sollst das abschreiben. Oder: Du musst die Aufgabe erledigen. Aber auch eine Absicht oder ein Wunsch kann man mit Modalverben ausdrücken. Wir wollen ins Schwimmbad gehen. Oder: Ich möchte als Erster schwimmen. Meistens begegnen uns Modalverben wahrscheinlich als Gebot, Erlaubnis oder Verbot. Wie zum Beispiel: Du sollst nicht stehlen. Oder: Du darfst hier Fahrrad fahren. Schließlich solltest du Modalverben benutzen, wenn du eine Möglichkeit oder eine Fähigkeit ausdrücken willst. Ich kann Klavier spielen. Oder auch: Wir können das schaffen. Das war's. Jetzt weißt du, was ein Modalverb ist, wie du es erkennst und wie du es sinnvoll einsetzen kannst. Weitere Videos zur deutschen Grammatik findest du auf meinem Kanal. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren.